Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video soll es um den Gerber-Betrachter gehen und um Gerber-Files zu erzeugen oder um diesen zu zeigen, muss ich natürlich erstmal Gerber-Files erzeugen. Dazu nehmen wir unser Projekt. Wir lassen nochmal unseren DRC-Check laufen. Wir sehen, es ist nach wie vor alles in Ordnung, alle Elemente sind verbunden, Schaltplan passt. Und wir gehen jetzt hier auf das Plotten oder hier über Datei plotten in unser Plot-Dialog. Und jetzt kann ich hier verschiedene Plot-Formate wählen. Einmal ist jetzt hier PDF ausgewählt und wir wollen natürlich Gerber haben. Dann wählen wir unseren Ordner aus, wo das hin soll, also KiCad 6 Gerber, hatte ich ja bereits gesagt. Da haben wir hier einen relativen Link dazu und wir können uns jetzt hier in den Einstellungen verschiedene Gerber-Files ausgeben lassen, und zwar für jedes Layer einzeln. Voreingestellt sind eigentlich die wichtigsten Layer, die man braucht, die Kupferflächen, die Pasteflächen, Silkscreens, die Mask und die Edge Cuts. Ihr könnt aber auch gerne, wenn das nötig ist, das kommt auch auf den Leiterplattenhersteller an, noch weitere Layer hier anwählen und die euch ausgeben lassen als im Gerber-Format. Das kommt aber auf den jeweiligen Leiterplattenhersteller drauf an, die haben meistens Tutorials oder Anleitungen, wo dann auch drin beschrieben ist fürs KiCad, welche Layer da zu nutzen sind und auch welche Einstellungen hier auf der rechten Seite zu setzen sind. So, diese Einstellungen, das sind jetzt die Grundeinstellungen, die lassen wir jetzt einfach mal so. Und wir gehen dann hier noch auf den Button Borddateien erzeugen. Auch hier achten wir darauf, dass wir hier in Gerber drucken oder ausgeben lassen in den Ordner. Wir sagen hier Exelon und hier unten nehmen wir auch Gerber. Wir lassen hier entweder Zoll oder Millimeter. Mein Hersteller zum Beispiel, mein Leiterplattenhersteller hat hier Millimeter Angaben. Dann haben wir hier Absolut oder Drill Place Dateiursprung. Dann können wir jetzt hier sagen, je nachdem welche Koordinaten da verwendet werden. Wie gesagt, das alles entnehmt ihr bitte den Anleitungen von den jeweiligen Platinenherstellern, welche Buttons hier zu setzen sind. Ich lasse das jetzt mal, bei meinem ist wie gesagt Millimeter und Absolut, das weiß ich jetzt so aus dem Kopf. Und wir sagen jetzt mal Bohrdateien generieren. Dann haben wir jetzt zwei Bohrdateien generiert. Wir schließen das Ganze. Wir sagen jetzt auch noch Plotten. Jetzt werden hier also eine ganze Menge Dateien erzeugt. Schließen das Ganze und wir können auch jetzt hier unseren Leiterplatten-Editor schließen. Wir speichern das alles mal, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir können auch den Schaltplan-Editor schließen. Und wir gehen jetzt in den Gerber-Betrachter. Das ist unser Gerber-Betrachter. Wir haben jetzt hier wieder auf der linken Seite, die Buttons muss ich nicht mehr erklären, ist eigentlich dasselbe wie in den anderen Programmteilen. Und wir haben jetzt hier rechts unsere grafischen Lagen, in denen wir uns jetzt diese Gerber-Files ausgeben lassen können. Wir wählen als erstes die grafische Lage 1 an, gehen hier oben auf diese Buttonleiste finden wir, oder dieser Werkzeugleiste, finden wir jetzt hier verschiedene Buttons. Die Taser-Texte dazu sind eigentlich selbsterklärend und wir brauchen jetzt diesen Button hier zum Öffnen. Wir gehen dazu dann in unseren KiCad 6 Ordner, Gerber, und wir sehen jetzt hier sind alle Dateien drin und dann nehmen wir uns jetzt als erstes mal die F-Kupfer, das ist diese hier, und wir sagen Öffnen. Jetzt wird die hier importiert. Und ich habe jetzt hier, kann ich mir anschauen, was ist jetzt alles Kupfer. Ja, wir sehen hier alle Leiterbahnen, also so wird das dann erzeugt. Und da kann ich jetzt hier kontrollieren, hat jetzt hier zum Beispiel irgendwo KiCad einen Fehler gemacht, ist hier irgendwo eine Leiterbahn unterbrochen,
oder irgendetwas stimmt hier nicht so, wie es jetzt hier darstellt, wird es jetzt eben explizit die Kupferabfläche aussehen. So, dann haben wir die nächste grafische Lage. Dann nehmen wir mal B-Kupfer. Sagen wir okay. Dann haben wir das. Ich kann jetzt hier entsprechend meine Lagen ein- und ausblenden hier rechts. Also mit den Häkchen setzen kann ich das ausblenden oder einblenden. Wir sehen hier unten auf der Unterseite haben wir im Wesentlichen keine großartigen Leiterbahnen, nur die Pads von den Durchkontaktierungselementen, also von den Konnektoren und von dem, ja, von den Konnektoren und von dem Arduino-Schalt. Und ich kann jetzt mal noch die restlichen importieren. Das müsste auch so gehen, genau. Also ich kann die einfach alle hier mal anwählen. F-Kupfer habe ich schon. Dann wähle ich die alle an und ziehe mir die jetzt hier rein. Okay, das war eine Jobdatei, die lassen wir dann weg. Die ist aber auch nicht so wichtig. Und wir haben jetzt die gesamten Dateien oder Ebenen drin und ich kann mir die jetzt hier entsprechend anwählen, indem ich jetzt drauf gehe und sage, wenn ich jetzt ich ziehe das mal ein bisschen größer. Kann ich das jetzt hier anwählen? Immer wo mein blaues Dreieck ist, diese Ebene wird ganz nach oben geholt. Also so sehe ich die auch. Wie sieht es aus, wenn die ganz oben drauf liegt? Kann ich mir die entsprechend anwählen? Oder ich kann auch jetzt hergehen und sagen, ich möchte die ausblenden, indem ich jetzt hier den Haken davor wegnehme. So sieht das dann aus. Und so kann ich mir dann meine Platine anschauen lassen. Ich kann auch noch die Bohrdateien importieren. Das sind also diese beiden Bohrdateien. Das ist der Button hier oben mit dem Fadenkreuz oder für ein Bohrloch eigentlich. Und wenn ich jetzt sage öffnen, dann werden die auch noch mit importiert. Hoffe ich zumindest. Jawohl, sind drin. Und dann kann ich mir auch noch hier noch die Bohrungen anzeigen lassen. Gut, das war's eigentlich schon. Ich kann natürlich jetzt hier noch verschiedene Elemente auswählen, mir anschauen lassen. Das ist aber jetzt erstmal so prinzipiell nicht so wichtig aus meiner Sicht. D-Code haben wir hier keinen drin im Moment. Ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich dieser Gerber-Betrachter schon soweit erklärt. Wir können uns jetzt hier nochmal eine Netzauswahl anzeigen lassen. Das heißt, das ist auch mittlerweile etwas besser geworden hier gegenüber dem alten Gerber-Viewer vom 5er. Ich kann mir also jetzt hier noch verschiedene Netze mal hervorheben lassen. Dann sehen wir das hier, werden die so ein bisschen unterlegt und markiert. Ich kann mir noch hier verschiedene Pads anzeigen lassen. Das sehen wir jetzt hier mit Attributen. Ja, D-Code, schauen wir mal, was das macht hier. Ja, da haben wir jetzt keine Auswirkungen. Das sind also die Möglichkeiten, die ich jetzt hier noch habe, um jetzt abschließend meine Gerber-Ausgabe zu prüfen. Und wenn ich mir jetzt hier sicher bin, dass das alles passt, dann kann ich sagen, okay, ab damit zum Herstellen und dann kriegt man hoffentlich seine Platine. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Tschüss und bis die Tage.